Wie ich schon in meinem letzten Shorts-Video erklärt habe, wird es demnächst ein neues Set für die Sims 4 geben, welches gestern offiziell angekündigt wurde. Ein neues Set steht in den Startlöchern. Wie ihr vielleicht gestern schon auf Twitter mitbekommen habt, haben die Entwickler ein neues 5€ teures Set für die Sims 4 angekündigt, das maximalistische Wohnstil-Set. Anders als von der Entwicklergrafik Anfang des Jahres behauptet, handelt es sich hier um einen Baumodus-Inhalt, mit dem viele bunte und abgedrehte Objekte Einzug ins Spiel erhalten. Ebenfalls gibt es hierzu schon erste Screenshots und Infos, die ich euch vorlesen möchte. Hebe gewöhnliche Wohnzimmer mit den ausdrucksstarken, elektrischen Objekten des The Sims 4 maximalistischer Wohnstil-Sets auf ein höheres Niveau. Kräftige, bunte Farben stehen im Mittelpunkt dieser Kollektion und die Durchsetzung der Designprinzipien des Maximalismus wird mit dieser umfangreichen Auswahl zum Kinderspiel. Experimentiere mit Mustern, spiele mit Farben und kombiniere Möbel in verschiedenen Stilen. Integriere kontrastierende und harmonisierende Details wie neue Tapeten und Teppiche, um ausdrucksstarke Looks zu kreieren und eine opulente, aber wunderschöne Atmosphäre zu schaffen. Kombiniere Elemente der Stilrichtung Regency, Chinoiserie und abstrakt mit Hilfe einer großen Auswahl an Drucken, Formen und Farben. Verwende glänzende Pastelltöne, geometrische Muster und wohnliche Texturen, um deine Persönlichkeit mit einem surrealistischen Design zum Ausdruck zu bringen. Für alle, die es gar nicht abwarten können, gibt es gute Neuigkeiten. Das Pack wird schon am 21. März um 19 Uhr für alle Spieler bereitstehen. Wann genau das zugehörige Update, welches das Spiel auf das neueste Set vorbereitet, erscheint, ist aber derzeit noch unklar. Ich persönlich mag den Stil des neuen Packs, auch wenn er mich an eine Mischung aus den Paranormale Phänomene und Heimkino-Accessoire-Pack-Möbeln erinnert. Hoffentlich sind ebenfalls ein wenig neutralere Farben dabei, besonders aber diese zwei Deko-Objekte machen einen guten Eindruck auf mich. Nicht vergessen, noch bis zum 31. März könnt ihr ein Pack nach Wahl gewinnen und auf Instant Gaming bis zu 70% sparen, schaut einfach in der Beschreibung vorbei. Was denkt ihr über die neuen Inhalte? Freut ihr euch trotzdem auf das kleine neue Set? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.